Ich heile mich zwar jetzt mit den Überresten noch hoch, aber mein Flawgus ist physisch defensiv ausgelegt, kann allerdings den Patronenhieb von Mega Sherox nur tanken, wenn ich mehr KP habe. Bleibe ich drin, wechsle ich aus. Ich bin drin geblieben in der Hoffnung, dass er jetzt irgendwie auf eine Kehrtwende geht. Und ich bin schneller und wenn ihr schon die Kraftreserve seht, dann wisst ihr, was das für eine Kraftreserve ist. Und zwar Kraftreserve Feuer. Allerdings kann ich hier mit dem Abschlag nochmal richtig guten Schaden machen und es kommt jetzt mein letztes Pokémon rein, Alduin, was nochmal Tarnsteinschaden bekommt. Er hat noch ein Sash Tobots und ein Demeteros und ein Turtok. Meine Dürre kommt natürlich. Alles, was er jetzt machen muss, ist Turtok einfach sterben lassen, danach in Tobots reinzugehen. Allerdings will er jetzt das 3-0 haben, ihm ist 2-0 nicht genug. Geht hier in Tobots rein. Wie gesagt, er hat den Sash und er ist danach schneller. Das heißt, alles, was mich jetzt retten könnte, wäre ein Flammenwurf-Burn. Und ja, ich bekomme den Flammenwurf-Burn. Er wird durch den Rückstoß, den er durch Flammenblitz bekommt, sterben. Denn Flawgus hat relativ viele KP. Ich bin natürlich voll in KP investiert. Er geht ja auch auf einen Flammenblitz und es wird Flawgus leider rausnehmen. Und jetzt sehen wir im Rückstoßschaden, da Manitan wird nicht besiegt. Es macht, eine Rückkehr macht zwischen 70 und 90%, wenn er komplett physisch defensiv ist. Allerdings outspeed ich in seinem Team jetzt alles und habe immer noch den Ruckzuck-Hieb, um seinen Scarfed Swampert zu killen. Klar, er ist komplett voll, allerdings danach ein Gigasauger, wird nicht reichen und dann das. Kann uns ein Crit noch retten? Ich glaube nicht mal mehr, ne. Deswegen gehen wir jetzt auf Frustration, wir sind ja eh gebandet. Nein! Nein! Manaphy, es kommt jetzt alles auf dich an. Vielleicht, ich glaube auch noch, dass sein Krebutak-Dings ist. So. Wir gehen jetzt auf einen Surfer. Ich kann mich nicht boosten, ich bin langsamer. Deswegen Surfer. Da kommt ein Donnerblitz und den werden wir tanken können. Durch die Wackernberry. Das war wenig Damage, sehr gut. Die Kerzerbeere und jetzt können wir auf jeden Fall Raikou noch rausnehmen, so. So. Wir erhöhen den Spezialangriff stark. Er geht auf den Body Slam. Wie viel Schaden macht es? 191 auf. Und er kriegt die Para. Okay, und wenn das jetzt funktioniert, wenn ich jetzt nicht die Para bekomme, wird Tim mich umbringen, aber es war es wert. Tim, bekomm. Bitte, bitte, Luftwaffe, bekomm jetzt nicht die Para. Wenn du jetzt nicht die Para bekommst, ist dieses Talonflame down. Bitte bekomm nicht die Para. Oder Tim, bekomm du nicht den Crit. Sturzflug, okay. Bekomm jetzt nicht die Para, bekomm nicht, wenn du jetzt die Para bekommst, ich schwör's dir, Alter. Und komm nicht die Para, bitte nicht die Para, nicht die Para. Nein! Ich klicke auf den Spukball, weil Spukball wird ausreichen. Er wird es vielleicht auf Verfolgung oder Abschlag gehen. Ich denke mal sogar Verfolgung. Er geht auf Abschlag, aber jetzt kommt die Boleo-Beere. Das heißt, es macht jetzt hoffentlich nicht so viel Damage. Crit. Das war ein Crit. Am liebsten wäre es mir jetzt tatsächlich, wenn er sich hochroostet, weil er denkt, vielleicht mache ich nicht genug Damage. Und ich klicke jetzt auf den Steinhagel. Deswegen, ich glaube, ich klicke jetzt tatsächlich auf den Steinhagel. Und hoffe, dass ich zumindest noch Fiaro rausnehmen kann. Sturzflug kommt, wenn er mich jetzt nicht crittet. Reicht es hoffentlich nicht aus. Das reicht nicht aus. Dann kann ich immerhin, wenn der Steinhagel trifft. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Bitte, bitte. Warte, wir hatten Bibella, Brock Lesnar, Vince McMahon hatten wir. Wer war nochmal Rotom? Keine Ahnung, aber trotzdem. Bitte treff jetzt nur den Sunhead bei Jirachi. Mir fällt gerade auf, Jirachi hat bei Gio nie geflincht, bei mir hat es auch nicht geflincht. Okay, Bibor rauszunehmen sollte auf jeden Fall gehen. Also Mega Bibor. Mega Beedrill und seine. Dann kommt jetzt zumindest ein Eisstrahl. Ich hätte es predikten können, indem ich auf. Ich
Der Bibo wird er nicht reinholen. Er rechnet jetzt mit dem Eisstrahl. Er holt Bibo rein? Kriegt Bibo jetzt einen Eisstrahl ab. Und... Es tut mir leid, Regi. Den wollte ich nicht. Es ist ein safer Tod, wenn ich jetzt den Flinch bekomme. Ich bete nicht oft für einen Flinch, Jirachi. Du hast es bei Gio nie getan. Tu es bitte für mich. Du bist ein scheiß Weihnachtsstern und ich habe eine Bommelmütze auf. Also bitte, tu mir einfach einen Gefallen. Und flinche ihn jetzt mit Herzstempel. Ja! Ich hab's Erdbeben auf Aerodactyl. Freeze! Wir freezen tatsächlich. Aber er müsste am Schaden gesehen haben, dass ich defensiv bin. Bleib jetzt einfach drin. Und Tiefschlag kommt. Und Tiefschlag reicht. Okay. Oh, lass mir der Tiefschlag auf Rotom mal was bringen, ne? Er ruft sogar zurück. Also irgendwas wurde jetzt verbrannt. Also kommt jetzt wahrscheinlich Januar rein. Wer holt Primi rein? Primi war... Rizeros, okay. Och, mein Irrlicht geht daneben. Och, komm schon. Wir gehen nochmal auf den Irrlicht. Vielleicht kriege ich es diesmal verbrannt. Immerhin geht seine Steinkante jetzt auch daneben, ne? Gut, es hätten zwei Mag-Punches ausgereicht, aber ich gehe nochmal auf den Irrlicht. Irgendwas will ich jetzt verkrüppeln. Das ist nicht dein Ernst! Dreimal! Drei verfickte Male! Deswegen ich jetzt einfach mal auf Gefriertrockner gehe, auch wenn da jetzt wahrscheinlich wieder Bisaflor kommt. Er ruft zurück, aber wir... Dann freezen wir halt 10%. Ist doch alles... Oh ne, er geht sogar an Jirachi. Ah. Egal, wir freezen halt Jirachi. Alles gut. Hab ich doch gesagt! Wir freezen es! Easy fucking going. Kein Problem, einfach mal freezen. Wir machen das mal. Wir gehen mal auf Steinkante und hoffen auch, dass wir treffen. Natürlich nicht. Wer hätte damit wohl gerechnet? Turbodreher Scald. Und er geht auf den Eisbeam. Okay, der wird jetzt aber, da wir den Flugtyp verloren haben und speziell defensiv sind, keinen Schaden mehr machen. Ne, macht. Und es kommt der Solarstrahl. Wir absorbieren das Sonnenlicht. Wenn ich jetzt das Item nicht verkackt habe, nein, habe ich nicht. Trifft. Er hat nicht die Antibeere, okay. Aber wir nehmen Sumpex damit raus. Mit einem wunderschönen Solarstrahl. Was schön ist, und damit ist Sumpex raus. Und er kriegt die Tarnsteine höchstens noch mit Knogger raus. Ich bin... War... Shit. Ich heiße Bazi und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, der Elis-Punkte mit nach Hause nimmt. Es fängt ganz harmlos an, aber dann denkt sich Ele mit gedrückter Stimme: Ach verdammt. Ich bin ein Plaudergei und es ist klar, dass er ein Taubsi ist. Wenn eine Frau die Stimme mag, frag ich mich echt, wie taub sie ist. Wir pushen dein Talent, indem wir deinen Rap erwähnen. Man versucht auch mal zu rappen, dass man dich sogar verstehen kann. Und er ruft sogar straight zurück, weil er Angst vorm Walschall hat. Und es kommt die Kumpelblase. Okay, jetzt will ich mal gucken, wie viel Schaden das macht. Die Kumpelblase ist sogar... Okay. Oh, es First Round! Okay, wunderbar. Das fängt schon wieder gut an, die Season. Komm schon. Vielleicht jetzt, wobei jetzt kann er wieder in Kumpelblase eigentlich gehen. Komm, krieg ich... Es geht halt nochmal daneben. Toxic und Hitzewelle. Ich möchte einmal auf den Eisstrahl gehen. Er hat nämlich hier das Auflockern drauf. Und dann möchte ich ihm einmal diesen Schaden reindrücken. Tarnscheine sind jetzt leider wieder weg, aber wir kriegen da zumindest mal einen Eisbeam drauf. Und der macht auch passablen, sehr guten Schaden sogar, weil es ein Crit war. Und... Wir haben Shadow Sneak gesehen, wir haben Gangshot gesehen,
Und wir haben Knockoff gesehen. Und er ist schneller und es... Der relativ safe ist. Er kann jetzt in Manaphy gehen. Mamutl ist sein Felinara dann, ne? Sylveon. Okay, was bist du für ein Sylveon? Wenn ein Ice Beam... Schon wieder gegen Downy! Ah! Nein, Raji kann uns mit einem Iron Head zumindest nicht killen. Ich glaube, ich mach das. Ich predikte sein Gewaltroh. Er kehrtwendet sogar wieder. Und jetzt haben wir auch die Bestätigung, dass er definitiv Scarf ist. Und jetzt kriegt irgendwas ein Ice Beam ab und es muss doch dann eigentlich Rotom sein. Ja. So, Ice Beam kommt. Wie viel Schaden auf Rotom? Nicht so viel, wie ich... Er ruft zurück, geh in Panzer Aero, das wäre jetzt... Das nehme ich sehr gerne. Diesen Switch nehme ich gerade sehr, sehr gerne. Weil wir haben jetzt tatsächlich dieses... Wenn er nicht die Wechselhülle hat. Er kann die Wechselhülle haben, aber... Wir werden ihn jetzt erstmal verhöhnen. Missen kann es nicht. Ladungsstoß kommt. Und Skarm ist down und wir haben die Tarnstunde rausbekommen. Und damit hat Magneto alles gemacht, was es machen sollte. Er gibt mit seinem Team, finde ich persönlich, aber auch da Hausbruch spielt keinen Sinn. Er spielt Ehrentag. Macht es nicht. Das ist süß. Danke, Belly. Das ist definitiv die beste Methode gewesen, um mir nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren. Das ist schön. Das ist richtig schön gerade. Ich habe gerade ein Grinsen im Gesicht. Belly, du hast dir gerade definitiv den Moment der kompletten GPL-Season verdient. Dafür liebe ich dich, Alter. Dafür liebe ich dich richtig.